Okay. Dann gucken wir doch mal. Reparieren. Der hat irgendwas. Der hat Heatsinks verloren. Naja, gut. Besser Heatsinks als was anderes. Heatsinks habe ich auch noch. Nur noch 113 im Stock hier. Na dann. Zu reparieren braucht auch schon ein Weilchen. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir einen zweiten Archer hätten. Oder sowas. Im Zweifel können wir ja den einen den Katapult wieder stimmt, Stalker machen. Oder ich hole einfach den zweiten Archer aus dem Kälteschlaf. Oder du holst einfach den zweiten Archer. Ist er da? Ja. Da. Willst du den hier selber umbauen? Ja, mache ich eben. Erstmal das Wichtigste. Die Farben. Ja, jetzt haben wir dummerweise nicht so viel Zeug mehr für den Dings-Contract. Das macht aber nichts. Ah, vergiss es. Wir brechen die Work-Orders nochmal ab. Wir haben dann nämlich direkt gegenüber doch den den Industrial Hub. Dann fliegen wir kurz rüber, reparieren da. Das kostet auch ein bisschen weniger. So, jetzt muss ich nur noch wissen, ist Pew Pew oder Overlord dein Archer? Overlord. Der andere ist dann Overlord 2, bei den anderen nenne ich dann noch Overlord 1, damit wir die auch auseinanderhalten können. Das macht ja Sinn. Schrecklich. So. Oder ich fliege mal zum. Dann hier hin. Zur Plattieren. Warenkaufwelt. Glaube ich, ist es. Den Industrial Hub waren wir nämlich noch nie. Hero Mac. Hero Mac. So, kann ich den jetzt wieder reparieren lassen? Jetzt aus. Okay. Ausstattung hatten wir nichts, deswegen einfach nur einfach reparieren. Umrüsten. Go. Dann packen wir dem hier nämlich auch die bessere SRM mit rein. Dann. Der Archer. Ausstattung. Ja, jetzt braucht der Thunderbolt nämlich nur noch 32 Tage statt 70 Tage. So, shoppen. Oh, guck mal, wir könnten hier einen Archer kaufen. Oh, schön. Da haben wir dann auch noch mal die beziehungsweise vielleicht anders. Zack, hier ist nichts. Ah, hier ist nicht wirklich was. Da drüben ist ein Wehrmeck und da hinten ist ein Hero-Meck. Da drüben ist auch noch ein Hero-Meck. Jetzt sind auch die Stalker fertig. Dann machen wir es mal anders. Painting.
Kiste ist meins. Offensichtlich. Niemand anders traut sich, in diese Kiste einzusteigen. Nicht bei der Farbe. Sag, wenn du soweit bist. Eigentlich kann man erstmal zurückfliegen, die Mission machen und dann darüber fliegen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay. Go. Ja. Go. Dann machen wir unsere Priority Demolition Mission. Das reibt sich. Okay, dann muss ich noch mal bei dem anderen was umbauen, aber das kann man dann später noch machen. Ja. Ich meine, du kannst ja jetzt gerne schon mal anfangen umzubauen. Weil so ein Contract dauert ja ein paar Tage. Kommen die LSR rein. So. Hier können wir dickere Dinge einstellen. Dich. Wieso hat er so viel Undertonnage? Das geht ja gar nicht. Hab ich da die falschen Laser rausgeholt? Nee. Wieso hat die Kiste so viel... Das ist doch mal seltsam. Ding kann ich reinsetzen. Yay. Jetzt kann ich die Kiste nochmal 23 Tage zusätzlich umrüsten. Weil ich was vergessen habe. Ja, gut. Ich kann ja auch eine andere Maschine nehmen. Die haben ja noch eine. Bist du auch an der Tonnage? Nein, bist du nicht. Bitte ich mir. Ja, aber die Kiste sieht wenigstens aus wie die andere Kiste. Also passt das. Dann nehme ich einfach die Kiste. Du bist soweit? Ja. Dann müssen wir nur noch den... Ach, scheiß drauf, den Grasshopper müssen wir nicht. Dann haben wir halt zwei rote Mechs. Was? Ist halt Sollen wir den die jetzt auseinanderhalten?
Der eine ist groß, der andere ist tödlich. Okay. Ich hätte mir nur die Waffengruppen anschauen können, oder? Lass mal gucken. 1, 2, 3 und 4, alles klar. But be warned, even though it's technically a civilian target, it is still being patrolled by a private security outfit. So stay sharp. Lass uns mal langsames Rangehen machen. Wie langsam? 40 hätte ich gesagt. Damit wir für den Fall, dass irgendwas auftaucht, rechtzeitig gewarnt sind. Der da oben zum Beispiel. Normalerweise außerhalb Reichweite. Der war es nicht. Da kommt ein Igor nahe. Igor? Der kommt nicht mehr so nah, das ist gut. Weil genau sowas möchte ich haben. Langsames Vorrücken und angenehme Atmosphäre beim Schießen. Nicht reinstürmen und kaputt gehen oder so. Hä? Sehe ich jetzt nicht. Ich weiß, du stürmst eh nicht rein. Später mit deinem zusätzlichen Mech, den du irgendwann kriegst, stürmst du sowieso nirgendwo hin. Weil er einfach nicht fähig ist. Aber übernimm doch mal den Quick Draw. Quick Draw? Ja. Ansonsten laufe ich schon mal mit dem restlichen Lanze rein. Der ist gerade nicht zu sehen. Jetzt habe ich ihn wieder. Oh nein. Wieder. Oh, der Cherishi, was ist das denn für eine Variante? Eine kaputte Variante. So, jetzt kann ich mich, glaube ich, um ihn kümmern. Sehr gut. Wer schießt denn da auf mich? Raketenträgerpanzer. Oh, die können böse sein. Direkt vor mir wird eine Lanze abgesetzt. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. 3 Max. Ich muss mich erstmal um den... 2 Einpunkt und 1 Keimpunkt. Ja klar, kommt zu mir. Hahaha. Immer den Born hinterher. So einen habe ich. Trebuchet kommt als nächstes. Nein, explodier dich! Na toll, die beiden Kriegs sind schon wieder bei mir, da sollen sie doch gar nicht hin! Ich werde mit Raketen und Lasern heftig penetriert. Ja, ich weiß. Das Beste ist, dass ich einen von den Typen zu dir geschickt habe. Der ist wieder zu mir gekommen. Einen Arm verloren. Jetzt kümmern mittlerer sich Torso ohne Panzerung. Gut, dass wir dir einen Ersatzmech gebaut haben. Und eine Lanze bei dir, ja.
Good kill, Commander! That mech is about to go critical! Lauf mal auf die andere Seite der Basis am besten. Ich kümmere mich um die Zikada bei dir da unten. Das ist gut, ich kümmere mich um das große Ding hier. In letzter Sekunde kaputt gegangen. Sehr gut. Just a wee bit more, Commander. This complex is on the verge of collapse. Das kann ich den Assisten machen. Ja, ich bitte darum. Ich laufe weiter durch die Basis. Ist es in Down? Noch 20%. Zumindest habe ich genügend Kurzstreckenraketen dabei. Das ist sehr angenehm zu wissen. Da kommt wieder was angeliefert. Bei dir, dann komm runter. Bei dir. Das ist schön. Drei neue Mechs. Ja, und das natürlich in Richtung Exit. Enemy destroyed. On the move. Kümmere dich mal um den Rifleman. Rifleman. Der geht immer wieder aus dem Ziel raus. Schon warum. Leider. Target received. Engaging. Trotzdem. Trotzdem. Wenn er sich nicht allzu viel bewegt. Jetzt ist er komplett raus. Ich gehe so lang auf die Zikada. Ja. Oh, verdammt, ich habe eine Torso verloren. So, jetzt kann ich mich wieder um den Rifleman kümmern. Ja, nicht mehr für die Rifleman. Ob das war er. Ich laufe mal durch den Exit. In der Hoffnung, dass ich den Grasshopper schon mal in die richtige Richtung geschubst habe. Nein, du sollst da hoch, du Depp! On my way. Du sollst zum Exit laufen, du Idiot! Was tut er? Woanders hin? Hallo, Arif! Du warst nicht mit dir gemeint. Immer die Frage nach dem Ziel. Du wirst gleich dich freuen, wie du aussiehst, wenn du meinen Mech anschaust.
Und es tut mir leid, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Ich konnte einfach nicht hingucken, was Sache ist. Ja. Hallo Errol, ich bin auch da. Achtet mich. 16 Punkte dabei. Verdammt. Oh, 4er Laser. Ein Punkt zu viel. Blick. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann wird es wohl der 3er Laser wohl nicht werden. Oder die 3er AC5 Burstfire. Brauchen wir die, brauchen wir die? Vielleicht die 3er AC2 Burstfire nicht. Dann stattdessen einen weiteren Medium-Laser, von dem wir keinen haben. Gar nicht, überhaupt nicht. Tausende. Wait. Ich habe nur 469 Punkte Schaden eingesteckt. Ja gut, das ist ein halber Mech eigentlich. Den halben Mech habe ich auch weggebracht. Schade. Wir fliegen jetzt, bevor wir reparieren, erstmal mal 27 Tage durch die Gegend. Mhm. Entscheid dich halt. Nein, niemand will Entscheidung. Niemand will Entscheidung. Nee? Nein, nein, Entscheidungen sind was für Vorgesetzte. Ja. Verdammt, ich bin der Kommando hier. Oh, guck mal. Panda. KK-Panther. Mit zwei PPCs. Alter. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein Mech mit Double Heatsinks ist, aber ich will jetzt herausfinden und deswegen will ich vorher mal saven. Weil das Ding ist ja nichts mehr wert, wenn man es verkauft. Nachdem man es gekauft hat für ewig viel Geld. Also, das Dropship ist im Moment voll von Zeug.